Einige der Favoriten äußerten gerade ihre Erwartungen für die Saison 1988. Der Vorauswagen zieht die Spur, warnt auch den letzten allzu neugierigen Zuschauer und dann geht's los. Beim ersten Schlagabtausch der Sachs-Winterrallye herrschten schwierigste Witterungsverhältnisse. Schnee, Schlamm und Eis, Regen und Nebel gestalteten die flotte Fahrt durch Niedersachsen zu einer rutschigen Aufgabe. Sepp Haider beherrscht die virtuose Technik des Linksbremsens exzellent und lässt so manches Mal vergessen, dass der 170 PS starke Opel ein Fronttriebler ist. Ronald Holzers Lancia kommt hier auf Regnerser Straße vom rechten Weg ab. Nur für die Kamera endete dieser Zwischenfall mit einem Totalschaden, während der Kameramann sich durch einen Sprung in Sicherheit brachte. Rundkurs im Industriegebiet von Merzig ist für die Fahrer nicht die absolute Herausforderung, doch die Jagd mehrerer unmittelbar hintereinander gestarteter Rallye-Automobile übt auf die Zuschauer magnetische Kräfte aus. Tausende pilgern alljährlich zu dem kurzen Spektakel, fasziniert verfolgen sie die packenden Positionskämpfe. Je spannender die sportliche Auseinandersetzungen, desto mehr Zuschauer. Mit überarbeiteten Autos und gut gestärkt kamen die Rallye-Fahrer ins Hessenland. Die wunderschönen Wertungsprüfungen rund um Kirchheim waren als Freilichtbühne für den vierten Wertungsdurchgang aufgebaut. Einen kurzen Ritt über eine Wertungsprüfung. Wer in diesem Klassefeld allzu früh mit Bestzeiten glänzen wollte, wurde bestraft. Für Steffen Schmidt und den Peugeot 309 war nach diesem Unfall auf der ersten Prüfung die Rallye beendet. Ein Mechaniker mit Werkzeug im Rucksack hatte sich auf den Weg gemacht. Total erschöpft trifft er ein. Nach 34 quälenden Minuten Stillstand wachten die fünf Zylinder wieder auf. Zu spät, um noch einmal an Ronald Holzer oder Sepp Haider heranzukommen. Die Show von VW-Werksfahrer Jochi Kleint wurde mit dem fünften Platz belohnt. Er verdrängte auch Sepp Haider. Mm-hmm.
Ronald Holzer zeichnet seine Spuren in den Schotter.